Leute, gestern gab es ein Patch, allein auf der PS5 1,2 GB. Das hat sich ein bisschen was getan. Ich habe die Patchnotes für euch. Ich verrate euch noch den Gewinner des letzten Verlosungsvideos von 6700 Coins. Und als allerletztes gibt es heute Nachmittag noch ein zweites Video, wo ich über das Ranked-System rede. Dort soll es wohl demnächst schon eine kleine Änderung geben. Ob das allerdings das Ranked-System rettet, müssen wir mal abwarten, dazu aber später mehr in dem Video. Da können wir nochmal ausgiebig über die ganze Geschichte in den Kommentaren diskutieren. Wir gehen jetzt erstmal auf die Patch Notes ein. Drei interessante Sachen. Zum einen, Wraith konnte wohl seit Season 17 genockt ihre Waffe benutzen. Ist mir so tatsächlich nicht aufgefallen. Diesen Bug gab es schon öfter, seit es Apex Legends gibt. Wie gesagt, das war wohl bei Wraith so der Fall. Ich habe es tatsächlich nie mitbekommen. Okay, die meisten Wraiths, die quitten sowieso, wenn sie draufgehen, weil es relativ schnell manchmal passiert. Dann die Helligkeit von World's Edge wurde angepasst. Wird den meisten sicherlich aufgefallen sein. World's Edge ist seit Season 17 mit dem Map-Update extrem hell geworden. An bestimmten POIs war so viel Nebel, dass du die Gegner teilweise echt schlecht gesehen hast. Also das fand ich schon sehr, sehr heftig. Ich konnte mich aber bis jetzt noch nicht überzeugen, ob dieser Patch jetzt wirklich so viel bringt. Deswegen gerne in die Kommentare, ob ihr da schon was mitbekommen habt. Und ein, ich sag mal, lange nötiger Buff kannst du eigentlich nicht sagen, aber die ultimative Fähigkeit von Catalyst funktioniert tatsächlich jetzt so, wie sie funktionieren sollte seit Release dieser Legende. Denn Seer kann jetzt nicht mehr durch diese schwarze Wand, durch die ultimative Fähigkeit scannen. Das sollte eigentlich von Anfang an schon möglich sein und jetzt wurde das endlich gefixt und geht somit nicht mehr. Ich habe schon einen Test gesehen, es soll tatsächlich jetzt wirklich funktionieren, was eine feine Sache ist. Dann habe ich jetzt erstmal noch den Gewinner. Herzlichen Glückwunsch an 6700 Coins für die Xbox, der erste Xbox-Gewinner. Das war jetzt die sechste Verlosung, viermal PlayStation, einmal PC und endlich einmal Xbox. Da sind wir alle Plattformen bis auf die Switch endlich einmal durch. Finde ich eine feine Sache. Und er schreibt, ich habe einiges über ein Revenant Rework munkeln hören. Eventuell kommt ab der zweiten Hälfte so viel Neues, dass dieses Event wirklich nur ein Lückenfüller ist. Noch ein paar Worte zu deinem Text und wie gesagt, melde dich auf Instagram bei mir. Du weißt Bescheid, wie es funktioniert. Es gibt definitiv, das weiß ich ja aus Insider-Gedöns, weil ich ja den Einblick in Season 17 schon frühzeitig hatte, da hat Respawn davon gesprochen, dass es ein Mid-Season-Update geben wird, was ein bisschen größer wird. Also können wir davon ausgehen, dass da definitiv mehr passiert. Und es wurde ja das Prestige, nicht das, der Prestige-Skin für Revenant geleakt. Es könnte also sein, dass tatsächlich dann der Rework oder das Rework, wie auch immer, in Season 17 kommt und wir endlich einen mega, mega geilen Revenant bekommen. Das wäre auf jeden Fall eine feine Sache. So, es gibt heute, wie gesagt, noch ein zweites Video. Bleibt also heute noch am Start. So gegen 17 Uhr, denke ich mal, werde ich das raushauen. Über vermeintliche Ranked-Änderungen müssen wir mal abwarten, ob das dann tatsächlich zeitnah so kommt. Auf jeden Fall muss im Ranked-System was passieren. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.